Stadt. Mal gucken. Also, Gold 2.0 LP. Ey, Top-Notch wäre, du Erster, ich Zweiter. Da wärst du wieder auf Gold und ich hätte wieder ein paar LP zur Sicherheit. Ja, ich glaube, diesmal muss wieder der Pinguin ran. Das OG Hushtail kommt demnächst wieder. Vielleicht sogar in bessere Form, wenn ich mal irgendwann wieder etwas Geld übrig haben sollte. Geld. Muscle, Muscle, Kimikua, Muscle. Wobei, wenn ich den ganz leise mache, vielleicht kann ich es ja trotzdem laufen lassen. Da müsste ich nur wahrscheinlich das nochmal. Ach, es ist schon auf 1%. OBS sagt mir, wie laut es ist. Okay, OBS registriert es hier kaum. Ich mach mal eine Testaufnahme damit. Was ist das jetzt für ein Song? Das ist aus dem. Also, das ist von Sound Horizon Kingdom. Die machen halt so Theater. Ja. Also Musical. Aber die machen halt auch für Anime oder so ein Dings. Das ist jetzt auch so ein Musical. Was ist eigentlich aus diesem einen Channel geworden, den du uns mal gezeigt hattest, die beispielsweise diesen Halfman-Song zu Game of Thrones gemacht haben? Die auch zu Guck Witcher und so weiter ganz viel, ja. In diesem App. Müsste ich mal gucken. Der müsste eigentlich noch bestimmt irgendwie neue Songs haben. War auch immer nice. Die haben zum Beispiel Sound Horizon für Attack on Titan auch dies Wir sind die Jäger bla 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 Okay. gemacht. Na, lassen wir mal wieder Glück entscheiden. Ja. Wie gesagt, ich finde es sonst viel zu frustrierend, wenn du was rausguckst und versuchst es halt zu kriegen und einer läuft synchron mit dir, ist aber schneller einfach da. So. Luschen. Och Gott, TF. Ein Chase und ein TF. Juhu. Ja, TF werde ich wieder verkaufen. Ich finde ihn generell hier nicht so eine starke Unit. Ja. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ich sehe schon mal zwei Garens. Dann stellen wir doch mal genau das auf. Garen in der Frontline, Garen in der Backline. Der Main Garen, der hat einen Warmox, daran erkennt man den. Obwohl er eigentlich nur eine Spirit Wizard braucht. Also ja, die gibt es leider noch nicht in dem Game. Ich bin total gespannt auf die neuen Pieces. Ich freue mich so, dass Nico auch mit dabei ist. Was schade schon war, dann hat es nicht mehr reingeschafft ins zweite Set. Ja, meine Dreifaltigkeit der Dummdödlichkeit ist aufgestellt. Okay, bitte nicht dasselbe wie ich bin, nicht so. Doch, ich wollte extra nichts sagen. Ich hab legit halt hier sonst nur. Sonst nur Mist bekommen. Ich wollte halt nichts sagen. Wenn ich jetzt hier nicht nur Ganzlinger hätte, würde ich gerade umswitchen, aber. Ganz egal, habe ich echt keinen Bock drauf. Nach letztens habe ich ziemlich auf die Fresse bekommen.
Also ich versuche aber irgendwie auf Nobel zu switchen. Ja, ich werde wohl mit Gunslinger dann kombinieren. Oder ich weiß noch nicht. Also je nachdem, was ich jetzt halt in der Mehrheit bekomme, ich habe jetzt aber die Gunslinger rausgestellt. Wir haben es so, ich weiß auch nicht. Ja, wenn uns das Spiel halt diese Scheiße ja. Das fände ich halt cool, wenn du mal so ein Auto-Chess so im Koop machen könntest. Das wollten wir eigentlich mal über Chess Rush mal ausprobieren. Ich muss ja die ganze Zeit wieder vergessen, aber ich war bisher auch nur einmal wieder in Chess Rush drin. Der hat schon Level 2 Darius, Level 2 Tristana und Level 2 Kassa. Ja. Warburg's Garrett hat's geschafft. Och, das steht wirklich grad nix. Husky. Was? Du bist jetzt schon Yasuo? Nein, ich kämpfe gegen Husky. Das ist der etwas sprachgestörte Bruder von Nasaki. Wirbel dich, Garen. Wirbel, solange du kannst. Jetzt ist er tot. Und jetzt ist er tot. Ja, er hat dann die ganze Zeit den Song gegen Garrett, Rek'Sai und TF durchgehalten. Schön, ey. Nein, die wollte ich nicht kaufen. Dot. Dann stellen wir mal einen Mordekaiser raus und packen euch beide mit rein. So. Von den Nobles muss ich dir bisher leider nur Lucian streitig machen. Und Garen. Ja, den habe ich sowieso nicht. Also. Ist mir doch relativ. Den kannst du haben. Ich habe jetzt nur eine Cutter, vielleicht probiere ich auch Imperial. Ich wünsche einem von uns das mal hinzukriegen, alle vier Imperials zusammen zu haben. Das hat, glaube ich, bisher noch keiner von uns geschafft. Ja, und dann nicht direkt nichts ohne zu sterben. Ja, ja, das stimmt. Das ist wichtig, dass man das auch mit dabei sagt. Ist der irgendwas dabei? Für mich höchstens Gangplank. Nehme ich den Rekursivbogen. Weil ich glaube, ich hätte lieber Varus BF. Ja, toll. Komm, dann TP das. Das ist ein Revolver halt. Schaffen sie es doch. Ja, sollten sie.
Nice. Yeah. Nein. Nice. Oh, moin. Formation. Und schlag Garen gegen Garen, da ist. Und der Wirbelkater. Ja, wenn Katar mal zum Wirbel kommt, Ja, ist. Katar ist, wenn sie wirbelt, echt eine gute Idee. Na, Es ist halt Warmox Garen. Ich erinnere mich immer noch dran, wie du den einen Spieler deiner Runde so mental fertig gemacht hast. Ja, Ich krieg den Garen nicht hoch! war ich legit dabei zweifel. Ja! Zu Recht, ey, ist halt wirklich gestört. Blaue Kugel. Noch eine Träne. Ich bin aber Team Wirbel, Katar, Garen, Darius. Aber ich werde erstmal GP wieder verkaufen. Ich will erstmal zwei Knights da draußen stehen haben. Das kann ja nichts Gutes mit dem Krittanschuh anfangen. Wenn du halt ein BF-Sword damit kombinierst, bekommst du einen Infinity Edge raus. Ja. Was ging noch damit? Ich meine, mit Falk. Rekursivbogen kriegst du einen Phantom Dancer. Nee, da bekommst du den Okay. Repetier am Brust. Ach ja, stimmt. Die halt immer, wenn jemand stirbt, auf den nächsten übergeht. Das Ding gab's ja auch noch, du hast vollkommen recht. Und die Sonne verfolge ich meine andere Strategie. Mal gucken, ob das was bringt, wenn ich früher auf den doppelten Knight-Bonus setze. Wenn sie dann irgendwann schon mal 30 Damage, die geblockt werden. Der Kraken-Dino. Püff. Macht gerade einen Abflug. Dann ist hier ein Neidgebettel. Das ist halt kritisch, wenn Garen nicht zum Wirbeln kommt. Ja, das verliere ich, glaube ich. Ja, komm, Ja, Kevin, ja, du ja, wir gegen ihn an. ja. Ja, Poppy holte. Das muss halt Riot auch überarbeiten, weil Kassadin alleine ist halt so gut wie eine ganze gesamte Demon kommt. Das ist halt auch übertrieben, ist fuck. Ja, mit seinem Mana Rauben. Ja.
Ich habe eine etwas komische Aufstellung. Doch. Also von der Formation her meine ich. Oh Gott. Der Blitzcrank ist natürlich scheiße gerade. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Er hat einen Zaubermeister gewonnen. Ja, GG. Ja, wenn er halt noch Rabadons drauf packt, tut der Wirbel übelst weh. Ja, und dann noch mit diesen Fähigkeiten können kritisch treffen. Ja. Alter. Ich glaube, damit hast du das Cancel-Produkt von dem Herrn. Was haben wir denn? Die Cutter. Ja, mir ist es egal, für mich ist da jetzt nicht zwingend was dabei. Warum sind die Giants Band immer so schnell weg? Die würde ich auch gerne haben. Ne, der tat weh. Komm, Mordekaiser. Ich brauche noch einen Tristana, einen Mordekaiser, eine. Ja, ich hab jetzt zwei Poppies. Zwei Tristanas. Moin. das tat weh. Böse Cutter. Böse, böse. Ich bräuchte für Cutter jetzt halt die Fähigkeiten kritisch treffen können. Das wäre halt mit dem. Nee, was für Cutter auch schon gut ist, ist wirklich Rabadons. Ja, Rabadons Unteil, das Fähigkeiten kritisch treffen können. Ja, das stimmt. Aber woraus wird das nochmal gemacht? Das ist doch auch der Crit-Handschuh? Das ist der Crit-Handschuh und. Könnte ein übergroßer sein. Oder eine Träne. Muss man die Richtung gucken, ich bin mir gerade aber auch echt nicht sicher. Ne, der Mordekaiser, der will nicht. Der hat Startprobleme. Luschen wäre halt auch wichtig, weil der platzt so schnell derzeit. Wo siehst du denn Ginsus eher auf Tristana oder auf Lucian? Ich glaube ja auf Lucian, oder? Warte mal. Ginsus. Ja, Lucian hat immer das Problem, dass er ja für seine Fähigkeit mal stoppen muss. Ah ne, warte, ich mache das auf Tristana und ich kann dir nämlich auch noch einen Runans geben. Warum war das so?
Gucken, was bei rauskommt. Warum? Weil ich es kann. Ready, Hammer? Exactly. Genau, meine Wut. Hi. Hi. Ja, mein Gott, geht doch. Fragen, Dino, was geht? Was geht ab? Was geht ab? You are definitely not the hero. Das ist nochmal eine Kaiser. Ah, Katalämpe klein, stirbt Jinx. Der Assassinentyp ist halt echt. Ja, das ist ein Threat. Es ist ein Assassinentyp, der halt auch noch einen Yordle-Set hat, Alter. Ernsthaft? da wäre ein Lucian. Ja, okay. Ist nicht wirklich was für mich dabei, muss ich sagen. Da ist aber noch ein Crit-Handschuh. Bei Shyvana. Damit kannst du zumindest AI machen. Ich habe keinen übergroßen, keinen BF, aber. Nee, Infinity Edge machst du aus zwei Crit-Handschuhen. Nein, das machst du aus dem. Nee, warte, zwei Crit-Handschuhe ist dieser Thieves Glove, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Zwei Crit-Handschuhe ist. Kannst du jetzt mal aufhören, die Träne zu nehmen? Ja, Handschuhe des Diebes. Okay. Einfach keine Poppy mehr, das ist nicht normal. Oh, noch so ein Assassinen-Typ, Alter. Alter. Okay, dieser Husky, ja, okay. Der hat mich jetzt ordentlich geboomst. Pass auf, der Male Kid, der hat echt üble Assassinen mit dabei. Ich bräuchte noch einen Garen.
Husky. Der hat mich gerade. Ja, ich sehe es, der hat echt übel. Übles Zeug dabei, Void und. Assas? Nee. Brawler, ja. Verleugnet Noxus vorrecht. Ja, ich habe ihn aber down gekriegt. So, Vögelchen. Möchte Items sehen. Gute Items. Da wirbelt die Karte. Da habe ich ein Bubble-Ding. Ja, doch, ich habe ganz gut Drops bekommen. Und Geld. Ja, endlich. Finally. Dahin. Oh, Schaden hast du gemacht. You are definitely not the hero. Ja, wenn du jetzt halt noch drei Cutters bekommst, dann wird die relativ böse. Der Fahrrad geht dir. Ist doch noch nicht vorbei. Ja. Ich doch eine Figura noch. Okay, die Tristana ist einfach nur böse, die ich wieder erschaffen habe. Yes. Infinity Edge, Ginsos und Runans, Alter. Thanatos! 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 Die haben halt echt geile Skin-Idee bei Hyrus, das muss man mal sagen, ey. I'll sleep when they're dead. Your eternity begins. Der Kraken, die du. Nein, er hat einen Blitzcrank. Och nein. Och fuck. Hextech. Ja, Hextech ist scheiße. Okay, im Endeffekt hat mir das gerade den Arsch gerettet, dass er die Tristana da rausgepult hat, weil die alle irgendwie den Fokus von ihr gelassen haben. Oh, der Mordekaiser. Ich brauch den Mordekaiser. Da fehlt mir nur noch einer. Lalala. Toder Toast. Toder Toast.
Zwei Cutters. Nein, gib die mal dem anderen da drüben, bitte. Hölle Führer! Ich brauch die nicht! Lass mich raten, du bekommst jetzt Mordekaisers oder so. Nee. Oder Darius oder Lucian. Nee, auch nicht. Okay. Gerade bekomme ich nichts. Hallo, ja. Ach, moin. Ja, das nenne ich die Katarasur. Ja, aber Kindred hat mir gerade den Arsch gerettet. Ja, Brudermörder. Ja, noch ist nicht vorbei. Ich muss erstmal dein Eskar, Darius, der nicht machen. Ja, der. Nein! Nein! Warum immer zwischen uns beide? Das ist doch scheiße, Mann! Glaubst du es? Ich muss es wohl glauben. Ja, jetzt zwei Rolls hintereinander kommt fucking Fiora. Das Spiel will jetzt doch weiter auf mich rumhacken. Es tut mir doch leid. Ohne die scheiß Kindred hätte die Cutter halt. Ja, also da hättest du halt wirklich alles wegrasiert. Ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass Kindred das Ding noch rechtzeitig rausbekommt. Autsch. Ey, sei der Typ ist böse. Drache. Phantom. Ja, das ist nice. Komm, spiel ein Mordekaiser. Und Lucians. Protektive Master. Alter. Die Seite ist so fucking broken. Das war der Brawler geil. Och, Hextech, ja. Ein Jinx mit den Doppel Giant Slayer. Ja, ich glaube, mit dem Glückssträhner endet hier gerade. Ich bin raus.
Ich habe eben erst gegen den kämpfen müssen, eine Runde zuvor. Also zwei Jahre davor. Hextech. Ja, das hatte er. Zweitplatzierte ist richtig spüse, der Guy. Diese Jinx ist so. Bum, bum, bum. Ja, der wird das gewinnen. Der ist böse. Ja, fuck, das ging zu schnell. Hi, Tristana. Für die Statistik. Und Hextech. Nein, Lucian, nicht da rausdashen. Naja. Doch alles versucht, was drin war. Und zweiter Platz ist definitiv gut, also da beklage ich mich nicht. Ja, sechster ist auch gut. Ja, du hast halt echt gerade, was das anbelangt, echt kein Glück. Ja, das war eigentlich nicht das Glück. Richtig so. Ja, vielleicht so. Hm? Ja. Brian, was sagst du? Schreibst du ein Buch?